Willkommen zurück zu einer neuen forscherischen Folge Days Gone. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die kleinen Höhlenforscher, die das letzte Video bewertet haben. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze mit einem Like unterstützen würdet. Wäre ein sehr, sehr feiner Zug. Danke für den Support. Wir machen weiter. Wir erforschen eine neue Mutation der Zombies. Zombie-Code. Da unten vielleicht. Aha. Ja, ja, leicht nussig. Bisschen Menschengedärme. Das ist definitiv Zombie-Code. Ich habe ihn mir ein bisschen ins Zahnfleisch gerieben. Ja, Moment, ich kann hier nochmal nachdippen. Doch, ist Zombie. Ist Zombie. Eindeutig. Was zur Hölle ist dir passiert? Du hast es nicht mal kommen sehen. Oh, das ist ja voll der Predator. Oh, Brian, ich bekomme hier dauernd geile Sachen. Hab hier noch einen gefunden. Laut Ausweis hieß der Kerl Robinson. Okay, danke. Ich teil's der Familie mit. Ihr Jungs habt also Familien. Ihr habt sie rausgeschafft, als alles den Bach runterging? Ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich Glück hatte. Mehr als andere. Einige Familien haben's geschafft. Nicht viele, aber ein paar. Das ist wirklich toll, O'Brien. Freut mich für dich. Wir haben das nicht gewollt. Ja, wir anderen auch nicht. Da ist der Letzte. Cooper, bitte komm. Ist da jemand? Nero Team Bravo, komm. Hier spricht Commander James O'Brien. Komm. Wenn Sie mich hören, melden Sie sich. Coop, melde dich. Ein Nero-Funkgerät. Hier lang. Okay, was ist das für ein Ding? Auf jeden Fall kein normaler Freak. Muss Cooper sein. Was Alter. Hast du hier getrieben? Fucking Predator. Wirklich ein fucking Predator, das Vieh. Aber Loot gibt's keinen, oder? Weil die hatten echt geile Sachen dabei. Ja, das sieht nicht gut aus. Oh nein, Alter, wie viele sind denn hier unten noch? Oh, Brian, ich hab den letzten gefunden. Auf der ID steht Cooper. Verstanden. Oh nein! Oh, Scheiße. Warte, er lebt noch, warte. Hey, Cooper, Cooper. Hey, hier. Wir werden dich hier rausholen, okay, Kumpel? Cooper! Cooper, komm! Sorry, es geht schief. Das Team ist tot. Na los. Nein! Oh, Scheiße. Was ist los, Deacon? Cooper! Seine Beine sind gebrochen. Warte, bleib bei ihm. Ich schicke ein weiteres Team. Nein. Mein Anzug ist hin. Ich werde es nicht schaffen. Ich will mit Jen reden. Hol Jen her, schnell! Cooper, was zur Hölle hat dir das angetan? Was ist passiert? Es war so schnell. Ich hab's nicht kommen sehen. Soll das heißen, dass ein Freak dir das angetan hat? Sprinter. Sprinter. Cooper! Cooper, bist du da? Jen? Ich bin hier. Ich höre dich. Ich kann's nicht glauben. Ich dachte, ich höre nicht. Cooper, nie wieder. Wir werden dich da rausholen. Hast du verstanden? Coop! Coop! Jen, na komm! Bring sie hier raus! Er ist tot. Verstanden. O'Brien, Ende. Sprinter. What the fuck? Was hab ich das hier zu tun, O'Brien? Rede mit mir! Sprinter? What the fuck? Weil er so schnell ist, oder was? Verteufelte
Oh Gott! Ach du Scheiße. Oh, meine Fresse. Und er ist stark. Vielleicht brichst du lieber... Nein, nein, nein. Zur Hölle damit. Ich spreche gar nichts an. Das ist nicht dein Kampf. Ich krieg das hin. St. John N. Und jetzt! Bam! Bam! Okay. Loser. Der Sprinter müsste einen Sender haben. Nimm ihn! Nimm ihn! Damit holen wir dich da raus. Was? Wie? Wie denn, O'Brien? Wir haben Infrarot. Wir verfolgen die Horde. Nimm ihn! Ach, Scheiße. Holy shit. Oh, ich hoffe, das war's wert, O'Brien. O'Brien, ich hab deine Proben. St. John, verschwinde da! Was? Du musst da raus, jetzt! Da kommt eine Horde! Du willst mich nur verarschen! Scheiße, sie kommen näher! Ich mach die Horde fertig, ich hab hier mega geilen Loot. Das Ding brauche ich nicht. Okay, warte, 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 warte. I'm ready for this bullshit, motherfucker. Nein, 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 ich will so eine hier. Okay, die war ein Witz, ha? Huh? Die war ein Witz! Uff! Fick noch eins! Und rollen. Gott, ist hier drin dunkel. Oh, Scheiße, Mann. Das ist nur so eine Mini-Horde. Gott sei Dank. Bam. Oh, von wegen Mini-Horde. Round 2, Motherfuckers! Komm schon, Deke. Komm schon, Junge, zieh durch. Wow. Das war wirklich nur so eine Mini-Horde. Eine kleine Baby-Horde. Aber diese Sprengsätze mit Fernzündung, Alter. Und ein Punkt konnte ich erwähnen, weil die dauernd gesprochen haben. Warum sagt er, oh, mein Anzug ist hin, ich bin eh tot. Ich renne ohne Maske da unten rum. Scheiße, O'Brien. Du hast es geschafft? Ja, ich hab's geschafft, und zwar nicht dank dir. Übertrage Koordinaten. O'Brien, Ende. Na, ich renne da unten ohne Maske rum. Ich hatte noch nie irgendeinen Schutzanzug, eine Maske. Ich habe noch nicht mal die Luft angehalten. Also was passiert dann mit mir? Ich bin permanent in Zombie-Scheiße. Ich wühle mich in der Horde. Ich suhle mich in der Horde. Eigentlich müsste ich doch schon längst verseucht sein, kontaminiert sein, am Arsch sein. Aber nein, Deacon geht's anscheinend bestens. Nichts an Mutation. O'Brien, 4 Männer sind dafür gestorben. Ich hoffe, das war's wert. Puh, hör sich das einer an. Das waren meine Männer. Ich brauche kein Geld. Du fliegst hier rum in deinem Heli, schön außer Gefahr, und dann geht's zurück. Wohin? In deinen sicheren Bunker? Egal, was passiert. Du hast keine Ahnung, wie es draußen ist, was es heißt zu überleben. Oh, diese Männer, Cooper. Die anderen, sie wussten nicht, was sie erwartet, aber du schon. Nicht wahr? Hä? Nicht wahr? Funk mich an, wenn ich dich und deine Lady mit dem Heli abholen soll. Vielleicht schaffst du es diesmal, sie zu begleiten. Uiuiui, die beiden haben Beef. Die beiden haben richtig Beef. So, was ist hier drüben? Und jetzt rennen hier Sprinter noch rum, oder wie? Ist das der neue heiße Scheiß? Super schnelle Speedstar-Zombies. Was war denn das? Hab ich eben gerade gehört? Klang, als wäre da irgendwie ein super fetter Zombie auf irgendwas draufgetreten.
Warum geht ab und zu mein Funkgerät an und aus? Als würde gleich eine Übertragung losgehen und dann wieder weg. Krächz, krächz, sprach die Vogelmama. Ich höre irgendeinen Dude auf dem Bike. Aber keine Ahnung wo. Kennt ihr das, wenn man total den Ohrwurm hat? Furchtbar, ich habe die ganze Zeit voll den Ohrwurm, ich will die ganze Zeit singen. Und ich habe den Film Der Ja-Sager gesehen mit Jim Carrey. Ein geiler Film, ich mag den total gern, habe ich schon, keine Ahnung, 3-4 Mal gesehen. Und da singt er diesen einen Song, wenn der eine vom Fenstersims springen will. Und keine Ahnung, ich finde, das ist brutal, der Ohrwurm. Okay, Private Myers, wo zum Teufel steckst du? Spring nicht vom Fenster, Sims, ich mag dich sehr. Oder irgend sowas, ich hab die ganze Zeit im Kopf. Was sagt mal deine neuen Kumpel? Scheiße. Ich hab den Text gar nicht. Ich hab nur dieses, ich würde es verstehen. Es gibt auch ein Originallied. Das schon ewig nicht mehr gehört habe. Ich glaube, es ist ein Song aus den 90ern oder so. Aber das Original ist halt auch richtig Ohrwurm. Spring nicht vom Fenster, Sims. Schenk auf, mein Freund. Ihr seid echt böse Jungs, ha? Oh, und ich bin fast tot. Wow. Wow. Jetzt aber mal gut. Hey, wer schießt mir denn hier in den Rücken? Spring nicht vom Fenster, Sims, ich mag dich sehr. Ich weiß nicht, wie geht das Lied? Ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Spring nicht vom Fenster, Sims, denk nach, mein Freund. Ich glaub so. Ich würde es verstehen. Wie komme ich denn da rein, Ohrwurm? Schieß mir bitte nicht ins Gesicht. Denk nach, mein Freund. Er hat sie erwischt. Ja, ihr seht mich. Ihr gebt mir auch ganz schön auf die Fresse, ihr kleinen Wichskrücken. Wie viele kommen denn hier noch? Myers. Ich suche Myers. Bist du Myers? Na gut. Wo? Okay, hier ist ein Messer. Na, also. What the fuck? Wo ist der Typ hin? Ist da drüben eine Höhle? Jetzt hab ich dich! Jetzt hörst du mich. Und du bist genau da, wo ich dich nicht treffen kann. Cool. So, dein Freund ist tot. Oh no! Ey, Bär, mach mal was! Komm, bring die da hinten um! Kann ich den Bär irgendwie anlocken? Moment. Hierhin, Bär, hierhin! Da kommt was! Töte sie! Cool, der Bär ist weg. Wahrscheinlich sprintet ihr gerade nach oben, um mich zu töten. Danke, Bär, du bist echt ein Freund. Fuck, nein, der Bär ist hinter mir, oder? Wow, ich häng irgendwie jetzt hier so ganz merkwürdig drin. Cool. Cool, ich komme hier nicht raus. Geil. Hey, rette mich, Bär. Rette mich. Geil, Mann. Ja, er hat mich rausgeprügelt. Du bist ein echter Freund. Wer ist das? Wer ist das? Das ist der Bär. Oh mein Gott. Fuck, ich hasse mein Leben. Okay, irgendwo hier war noch ein Dude. Ich hab keine Ahnung wo. Alles verwenden. Spring nicht vom Fenster, Sims, denk nach, mein Freund. Die zweite Strophe kann ich nicht, aber ich arbeite dran.
denn ich würde es verstehen. Ich würde es verstehen. Ich muss aufhören damit. Da bist du ja. Da bist du ja. Ach, ihr seid Anarchiefreaks. Babamsen. Das nehmen dann ich. Nein, das nehmen wir nicht, Deke. Das nehmen wir nicht. Was haben wir denn da? Also ja, schaut den Ja-Sager. Toller Film. Sehr lebensbejahend. Wenn ihr schlechte Laune habt, Ja-Sager gucken. Und zu allem immer Ja sagen. Einfach zu allem immer Ja sagen. Positive Energie. Spring nicht vom Fenster, Sims, denk nach, mein Freund. Die zweite Strophe, die kann ich nicht. Doch ich würde es verstehen. Das ist es. Okay, Ola. Noch mehr Schlabber. Geht doch. Ah ja. Oh ja. Das ist er. Oh ja. Hier sind sie. Okay. Okay, man sagt ja Ruhe in Frieden, aber das lasse ich mal lieber. Alles klar, der Kollege hier wurde abgestochen. Gewagte Sprünge. Diesmal lieber vorsichtig, denn jetzt gibt es keinen Teddy, der mich rettet. Wenn ich in der Ecke irgendwie stecken bleib. Warte mal. Wait a moment, my friend. Ich mache hier nämlich Sabotage und gewinne noch ein bisschen Schrott aus den Mühlen. 3. Naja. Nicht berauschend, aber könnte schlimmer sein. So, hier habe ich irgendwas eingesammelt. Oder auch nicht. Warte, hier drüben ist noch ein bisschen Schrott für den Mann. So, 3 Schrott. Geben die immer 3 Schrott? Ich muss diesen Ohrwurm loswerden. Innerlich singe ich ihn die ganze Zeit. Spring nicht vom Fenster, Sims, denk nach, mein Freund. Okay, gut. Und jetzt bin ich das so kann. Die zweite Strophe, ja, die kann ich nicht. Aber ich würde es verstehen. Was war das eben gerade? War das so ein Speedstar-Zombie oder ein Wolf? Ich will es gar nicht rausfinden. Oh, oi, nicht die Brücke hier runter crashen. Ganz easy, Partner, ganz easy. Alter, die Mühle geht ja heute richtig mit mir durch. Wo bin ich denn eigentlich? Ich bin, also in der Nähe von einer Forschungsstation, die wir doch eigentlich ganz schnell ernten können. Schnapp dir die Forschungsstation, denk nicht nach, mein Freund. Benzinsicherung musst du reindrehen. Was da wohl drin ist? Ich würde es verstehen. Wo? Wie was drin? Ist die unter mir? Ist hier irgendwo eine Horde in der Nähe? Weil das ist auf jeden Fall eine Höhle, wo eine Horde drin schlafen würde. Give me Bleacher. Alter. Da kommt einer, glaube ich, angesprintet und sagt, ey, du hast meinen Kumpel angegriffen. Oh, ein Mikrorekorder. Hallo. So, aber jetzt. Ja, ein Nero-Injektor. Der Injektor, rein in die Rosette damit. Noch ein bisschen Gesundheit. Ein paar Vitamine. Oh, es gibt immer noch eins. Hey!
Ihr hättet ihn ja auch töten können, dann könnte er jetzt nicht mehr versuchen, uns zu fressen. Tja, so ist das eben. Forscher. Tja, die Folge ist vorbei. Die Folge ist vorbei. Nun like, mein Freund. Sei nicht geizig und gib eine kleine Bewertung ab. Ich würde es verstehen. Noch ein bisschen Loot hier für mich oder so. Oh, die Tanks kann man aufheben. Hier war die Horde, die wir storybedingt erledigt haben. Alles klar, dann hat die wohl ursprünglich da in der Höhle gepennt. Ein bisschen Gift noch. Ein bisschen Gift, ein wenig Roastbeef, ein Sandwich. Gut, also wie gesagt, wir sehen uns ja wieder in der nächsten Folge. Entschuldigung für den Ohrwurm, schaut euch den Ja-Sager an. Mein Gute-Laune-Film-Empfehlung. Komischer Satz, egal. Der Film macht auf jeden Fall gute Laune und macht Spaß. Und Jim Carrey, der geht immer. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ich würde es verstehen.